Willkommen zum heutigen Video in Physikalische Chemie. Heute ist das Thema Diffusion. Was ist eigentlich Diffusion? Diffusion ist ein physikalischer Prozess, der zum Ausgleich von Konzentrationsunterschieden führt. Er wird durch die zufällige Eigenbewegung der Stoffteilchen, also die Boundsche Molekularbewegung, verursacht. Mit der Zeit kommt es durch die Diffusion zu einer gleichmäßigen Verteilung und Durchmischung von Stoffen, was eine Erhöhung der Entropie nach sich zieht. Es gibt zwei Stofftransportarten, eine, die ohne Strömung abläuft, diese nennt sich Konduktion, und eine, die mit Strömung abläuft, diese nennt sich Konvektion. Lässt man beispielsweise in ein mit Wasser gefülltes Glas, ohne umzurühren, etwas Tinte reintropfen, so bilden sich zunächst einmal Schlieren. Nach einer Weile kann man beobachten, dass eine gleichmäßige Blaufärbung des Wassers eintritt und die Schlieren vollständig verschwunden sind. Hier in der Abbildung seht ihr die einfache Transportgleichung der Konduktion. Diese lautet, je steiler der Grad, desto schneller geht der Transport. Also der Grad beschreibt die Steigung und dies kann man beschreiben mit der Konzentrationsänderung pro Ort. Der Geschwindigkeitstransport wird quantifiziert durch die Flussdichte, das heißt also, wie viel Stoffmenge fließt pro Zeit durch eine Fläche. Die Geschwindigkeit ist proportional dem Gradienten gegenüber und das beschreibt das erste Fick'sche Gesetz. Der Diffusionskoeffizient, also das Groß D, ist ein Maß dafür, wie schnell die Diffusion bei gegebenem Gradienten abläuft. Dieser Koeffizient ist abhängig von der Spezies, die diffundiert, und von der Matrix, in dem es diffundiert, zum Beispiel in Flüssigkeit oder in Gasen. In Flüssigkeiten diffundieren die Teilchen sehr langsam, im Gegensatz zu den Gasen. Dort diffundieren die Teilchen viel schneller als in Flüssigkeiten. Den Versuch, den ich euch gleich zeigen werde, beschreibt die stationäre Diffusion. Das heißt, der Gradient, also die Steigung, ist überall gleich und somit auch die Stoffmenge. Hier seht ihr den Versuch mit einem Teebeutel und einem Glas heißem Wasser. Man erkennt sehr schön, wie es zu einer Diffusion kommt. Natürlich spielt die Temperatur auch eine große Rolle, deswegen diffundieren die Teilchen auch viel schneller als bei kaltem Wasser.